Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal beziehungsweise dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Wir haben es geschafft, es ist ein neuer Monat, wir haben heute den 1. April und mein Duft des Tages heute ist der Salvatore Ferragamo Uomo. Ihr wisst es, ich hatte ihn euch vor mehr anderthalb Wochen vorgestellt. Es ist ein Duft, der neu in meine Kollektion ja Einzug gehalten hat und er riecht wie eine italienische Nachspeise. Er soll wie Tiramisu ja, riechen. Und ich muss sagen, der Vergleich trifft es ganz gut. Er ist süßlich, er hat eine sehr gute Silage und eine wunderbare Haltbarkeit. Vor allen Dingen, wenn ihr den Duft auf euren Pullover oder Jacke oder sowas, also auf Klamotten auftragt, beziehungsweise ins Haar, ja, mit einpflegt, dann hält er wirklich 7, 8 bis zu 9 Stunden. Nehmt ihr diesen Duft wahr? Wenn ihr natürlich auf süßere Düfte steht, wenn es etwas holzig sein soll, etwas zu maskulin, ist dieser Duft allerdings nichts, weil er halt wirklich in die süßere Richtung tendiert. Mir gefällt er, habe hier 30 Milliliter und ich werde diese auch wahrscheinlich aufbrauchen, denn der Duft gefällt mir ganz gut und in den nächsten Tagen wird dieser Duft auch mein Duft des Tages sein. Was trägst du heute am 1. April, heute ist Donnerstag, ja, als dein Duft des Tages? Schreib es mir wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen entspannten grünen Donnerstag und bis spätestens morgen. Beste Grüße, euer TK.